Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenlieblingen. Grüne Pfanne, aber Tagona Bierde Schenken. Afambu, Okolie, Uche, Nna, Collins, Augustine. Amum Nibo Land, Abmonia Enugu State, Na Nigeria. And Abatam Dutch Land since 2 years. Anugum Wine, and I went Busu. Agomo Biology and Biotechnology. Bana Anama Aruoro Na Production Company, Folt Luftfilter. My Lieblingsgericht is the Yamvote and the Stew Sauce. This Yam ist eine von der wichtigen afrikanischen Gerichte, besonders die Ibo-Stammgerichte. So, wir schneiden die Schale ab. Wir haben so Tradition, dass Eltern so ihre Kind beibringen zum Essen kochen, egal wenn, ob du Mann oder Frau bist. Die speziell gebratene Stewsauce machen wir immer, wenn es Fest, Weihnachten, Ostern, Geburtstage und so weiter. Yam ist immer bereit, wenn das Wasser fängt an zu boilen. Wenn ich an Nigeria denke ich immer an meine Familie und Freunde. Ich habe die ohne richtig Tschüss, Goodbye gesagt, ja, und einfach so verschwinden. Stew ist was Besonderes für Nigeria Gericht, weil Stew können wir mit Yam Wurzel essen, Stew können wir mit Reis essen, wir können auch Stew mit Cooked Banana essen, dann wir können auch Stew mit Bohnen essen. Wir machen diese Speise rein, dass es ist nicht nur der Geschmack vom Hühner, sondern der Geschmack vom Pfeffersuppspeise, Curry, Crawfish, Ginger und Garlic. Wow! Okay, die ist ein bisschen salzig. Das brennt. Das brennt. Und wir haben noch Braten, dass es ein bisschen crispy ist. Ich habe ein Encounter mit der Terrorist-Group Boko Haram. Und dann muss ich das Land verlassen. Und dann bin ich durch Niger Republik nach Libya gekommen. Mit ein paar guten Leuten, dass ich damals kennengelernt, bin ich in Sicherheit in Italien gekommen. Nach Italien sind wir hier in Deutschland, in Rosenheim gekommen. In diese Reihe von wie ich hier gekommen, sehr, sehr traurig. Aber ich bin jetzt zufrieden mit das. Jetzt habe ich eine wunderschöne Frau, wunderschöne Familie. Ich bin damals immer stolz auf meine Heimat als Nigerianer zu sein, weil ich glaube auch in Gott und ich glaube, dass in jedem Ding in der Welt gibt Grund, geplant bei Gott. So das bedeutet, dass wenn ich in Nigeria geboren von meinen Eltern, das bedeutet, da gibt es auch Grund, dass ich da geboren und auch hier gekommen und dass alles hier passiert, dass ich bin hier gewesen. So, damals bin ich stolz. Wenn Öl kommt hoch, dann eigentlich ist der Stew bereit. Das ist mein erstes Mal, dass ich habe meine Kultur zu anderen geteilt. Deswegen freut mich auch sehr.
Fanny Liebling kennengelernt, weil das ist auch sehr, sehr gut, was ihr macht. Ja, anderen Kultur zu akzeptieren und zeigen an der Welt. Ja, anderen Kultur Chance zu geben. Ja, das finde ich sehr, sehr toll. Und ich sage ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist eine schöne, sehr schöne Erfahrung für mich. Und die grüne Pfanne natürlich. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig!